Hallo Freunde, heute habe ich wieder ein paar Informationen aus dem Buchholzer Rathaus für euch. Am 4. März hatten wir hier eine Ratssitzung und das Hauptthema des Abends war der erste Nachtragshaushalt in Buchholz in 2024. Ja, ich wollte auch zu dem Thema Finanzen sprechen und auf meinem Weg zum Mikrofon sind einige Ratsmitglieder aus dem Raum gegangen. Das nennt man hier Respekt in Buchholz. Wir haben hier ein Seminar gemacht mit der Körberstiftung, das hieß Respekt im Rat und das ist jetzt dabei rausgekommen. Zum Thema Finanzen habe ich natürlich über die hohen Kosten in Buchholz gesprochen. Die Kosten, die anfallen für den Klimaschutz, allein 2 Vollzeitstellen haben wir in diesem Bereich. 80.000 Euro für Klimaprojekte geben wir hier aus. Und des Weiteren habe ich gesprochen über die Kosten für diesen Flyer, wo Herr Röse zu einem Aufmarsch auf den Pietshof eingeladen hat, weil ja die Umfragewerte der AfD so hoch sind. Und dem muss ja entgegengesteuert werden. Weiteres Thema war der Gedenkstein neben dem Kriegerdenkmal. Dort soll die Beschriftung geändert werden. Und zwar ist das ja ein Auszug aus seiner Rede von Richard von Weizsäcker. Und da werden ja angeblich die Deutschen zu oft genannt. Das muss natürlich geändert werden. Das sagen die Altparteien. Da sollen jetzt die Sinti und Roma und Homosexuellen genannt werden. Ja, mal wieder eben 2000 Euro zum Fenster rausgeschmissen aus meiner Sicht. Dann wird hier ja gerade eine NS-Opferrecherche durchgeführt. Das ist eine Initiative der rassistischen, antirassistischen Begegnungsstätte Heideruh und auch eben mal für 10.000 Euro, die aus meiner Sicht da zum Fenster rausgeschmissen werden. Ja, ich habe dann noch weiter zu den Konten gesprochen für Migration. Was haben wir da in diesem Bereich an Konten überhaupt? Und da sind die Ratsmitglieder vollkommen ausgerastet, haben geschrien während der Ratssitzung, haben versucht, mich niederzubrüllen. Das ist hier die Demokratie in Buchholz. Das verstehen die Altparteien darunter. Und überlegt euch mal selber, was hier abgeht. So geht's aus meiner Sicht nicht.